voll integrierte Reisemobile, deutlich unter 100.000 Euro. Das ist die Aufgabe, das ist erfüllt worden. Ein Fahrzeug über 7 Meter Länge von Carrado mit einer richtig tollen Optik. Linsenscheinwerfer hier mit eingebaut. Du hast bei den voll integrierten natürlich ein ganz anderes Raumgefühl dadurch, dass alle Scheiben komplett offen sind an der Seite. Du hast wenige Stege, die im Weg sind. Alles ist so breit wie das ganze Fahrzeug. Dadurch ist der Fahrerhausbereich ein Teil des Wohnraums. Und das lieben die Leute wirklich sehr. Und da kommt natürlich die Firma Carrado ins Spiel, baut tolle, voll integrierte Fahrzeuge aus dem Hümer-Konzern. Und das für moderates, bezahlbares Geld. Ist natürlich von der Höhe, von der Tonnage jetzt nicht vergleichbar mit Morelo, Concorde und Co. Aber für viele Leute ist das hier eine ganz tolle Sache, eine Erfüllung eines Traums, die auch wirklich gut funktioniert. Sie haben einen hohen Werterhalt, weil die Vollintegrierten natürlich nicht so sichtbar zeigen, was für ein Fahrgestell drunter ist, wie alt das Fahrgestell ist, sondern sie leben ein bisschen länger. Hier die Edition 15 i447, also Special heute vollintegrierte Fahrzeuge. Wir öffnen mal und sehen also auch hier großer Kofferraum. Ich habe also hier alles das, was ein voll integriertes Fahrzeug ausmacht, viel Zuladung. Und wenn jetzt der neue Führerschein kommt, ja, Klasse B mit 4,25 Tonnen soll ja jetzt in nationales Recht umgewandelt werden. Wenn ihr mindestens 2 Jahre den Führerschein habt, dann dürft ihr Wohnmobile vielleicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit in Kürze bis 4,25 Tonnen fahren. Und dann wird natürlich das Thema Auflastung eine riesige Renaissance erfahren mit Luftfahrwerken. Dann kann ich alles mitnehmen, was ich vorher nicht mitnehmen konnte. Ja. Also ob es jeder machen wird, wird man sehen. Aber bevor ich irgendwie überladen auf Reisen gehe, dann lasse ich mir die Kiste doch lieber auflasten. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht klappt das ja hier auch. Oder vielleicht kann man es gleich mit einer großen Auflastung bestellen. Wir können ja mal schauen, was wir hier haben. Also wir haben hier 7,40 Meter, wir haben 3,5 Tonnen, hier eine Zuladung von etwas unter 500 Kilo und eine Gesamtlänge von 47, wie gesagt, 2,32 Meter, also die ganz normale Breite eines teilintegrierten Wohnmobils, eine Höhe von 3,06 Meter, auch das ganz normal. Der i447 Edition 15, wir filmen heute am 30. März 2023. Ja, wir gucken gleich mal rein. Schöne Ausstattung hier. Wir sind in Sulzemoos zwischen Augsburg und München. Auf geht's. Voll integriert. Das ist das, was viele wollen. So ein bisschen Liner-Feeling. Ich habe ja auch ein Nutzfahrzeug drunter. Gucken gleich mal, was drunter ist. Das sehen wir meistens, wenn wir drauf schauen. Es sieht schon mal sehr nach Fiat Ducato aus. Im Regelfall ist es das auch. Die Edition 15 Sitze sind hier mit drin. Captain Chair in einer schönen Ausstattung, wie man hier sieht. Also mit einem Mikrofaser und Textilmuster. Das Ganze ist aufgesteppt, fühlt sich extrem wertig an. Hier habe ich also nochmal einen Sichtstick hier oben drauf und ja, das hier oben Mikrofaser mit drin. Das ist übrigens, hier sieht man sehr schön die Erweiterung des Cockpits, das Raumgefühl hier drin. Also es ist wirklich, wenn man hier auf Fahrt ist, man kann rausgucken, direkt von A nach B. Und das Coole ist auch hier, das Thema Auflastung war immer so eine große Hürde, weil man gesagt hat, ja gut, die Reisemobile sind relativ schwer. Viele sagen, okay, 500 Kilo, damit komme ich hin mit 2 Leuten, aber dann, ich sag mal, sind die 2 Personen drin. Dann kommt noch ein bisschen Wasser dazu. Also die 500 Kilo zu reisen, das geht unglaublich schnell. Und ja, dann hat man eine Option mehr. Eine große Sitzgruppe. Hier können also locker 5 Personen, 6 Personen dran Platz nehmen und haben alle noch Platz. Und Hubbett, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, das Ganze mechanisch, lässt sich sehr, sehr einfach bedienen. Man zieht es runter, dann habe ich hier eine Liegefläche von etwa 1,60 Meter mal 2 Meter. Hier können 2 Personen ganz bequem drin schlafen oder einer schläft vorne, einer hinten. Brauche ich das Bett nicht mehr, gleitet es einfach hoch und ja, eine Option mehr quasi, wenn ich jemanden mitnehmen möchte. Ich habe es auf jeden Fall dabei. So, dann Sitzgruppe, auch hier das gleiche. Mikrofaser plus Stoff hier mit drin. Isofix-Halterungen habe ich hier. Jeweils Fahrer- und Beifahrerseite. Und
Ich habe einen Tisch, der ist in dem Fall jetzt nicht absenkbar, aber Schlafplätze habe ich auch hier genug. Was ich ziemlich cool finde, ist die Tür. Das heißt, du hast also hier nochmal eine Fahrradtür, musst also nicht zum Tanken unbedingt durchs ganze Wohnmobil laufen, sondern kannst auch hier aussteigen. Küche, hier sind wir eigentlich schon fast gleich wie beim Teil integrierten. Die Küche, kleine L-Küche hier mit eingebaut, aber großes Kochfeld mit drin. Also wie beim großen Liner habe ich hier ein Dreiflammen-Kochfeld mit drin von Tedford. Und hier kann ich auch jeweils die Flammen auch zusammenfassen für einen großen Topf. Das funktioniert. Und hier nochmal ein Spülfeld, in dem auch ein großer Teller Platz findet. USB hier an der Seite, das ist ein nettes Detail, habe ich direkt am Sitz mit drin. Und das Ganze hier abschraubbar, sollte mir hier irgendwas reinfallen. Also hier komme ich nochmal dran und kann es natürlich dann auch verdunkeln für den Nachtbetrieb. Schubladen hier mit drin, jede Menge für Töpfe und so weiter. Auch die Auszüge aus Metall, Softclose mit drin. Also eine gute Qualität, soll ja auch lange halten. Auch der Möbelbau macht einen vernünftigen Eindruck. Ich ziehe mal gerade, hier ist der Mülleimer. Und eine große Tiefe von circa fast einem Meter, wo ich Töpfe und so weiter reinladen kann. Das Ganze mit Rausfallschutz. Der große Tedford Kühlschrank mit eigenem Gefrierfach. Das ist wirklich sehr groß. Und der Truma Kombi hier in dem Fall mit eingebaut auf Gas. Und ja, mein Lieblingsbedienteil, das so einfach ist es wirklich, wenn man nur will. Am äußeren Ring stelle ich den Modus ein, also in dem Fall ist sie aus. Jetzt habe ich 40 Grad, 60 Grad. Jetzt habe ich die Heizung an plus Warmwasser. Oben ist nur Warmwasser und bei der Heizung kann ich von 1 bis 5 einstellen. Sehr simpel. Das Bedienteil von Schaut, hier sehe ich also Batteriestände. Wie ist meine Aufbaubatterie? Wie sind die Wasserstände mit drin? All das kann ich hier sehen. Und das auf der Seite habe ich ein Doppelbett, Einzelbett hinten. Das ist sehr, sehr beliebt. Natürlich bei allen, die dann auch nochmal sagen, ich nehme das Enkelkind mit. Das kann hier in die Mitte gehen. Das Ganze kann mit diesem Set hier umgebaut werden zu einer großen Liegewiese mit einer Leiter. Viele benutzen es aber auch so. Hier habe ich ungefähr, ich denke so an die 90 cm Breite pro Bett. Und in der Mitte, ja, dürften insgesamt sogar über, ja, so um die 2 Meter, 2,10 Meter sein Breite und eine Länge auch von 2 Metern, also knappe 4 Quadratmeter. Wir haben ein Raumbad, das Ganze mit richtigen Metallscharnieren hier mit drin. Das sieht man also, wie die Verarbeitung ist. Jetzt habe ich das Raumbad geschlossen und jetzt habe ich quasi ein Dusche, WC, Waschbecken, alles in einem und kann mich fertig machen, während vorne einer schon mal frühstückt und habe meinen eigenen abgetrennten Bereich, den ich sogar noch, ich guck mal gerade, ja, verschließen kann ich ihn nicht, aber ein Handtuch dranhängen, wenn ich irgendwas habe. Ja, feste Duschabtrennung mit drin, das ist auch sehr beliebt und es gibt eine Transportsicherung, die liegt hier. Das heißt, das Ganze wird hier geschlossen. Ich nehme diese Transportsicherung und das hat einen netten Nebeneffekt. Wenn ich die in die richtige Richtung drehe und hier unten einlege, dann sorgt die A dafür, dass die Duschtür nicht versehentlich während der Fahrt aufgehen kann. Das Ganze hat so Sand mit drin und ich kann sie jetzt komplett betreten. Das heißt also, hier kann ich diesen Bereich benutzen, um mich komplett fertig zu machen und mich zu drehen. Ich habe also jetzt viel mehr Platz, wenn ich die Dusche mal nicht brauche. Großer Schrank mit drin, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer, das langt. Hier unten drunter noch ein kleiner Schrank und ein Multifunktionsrail hier auf der Seite. Da gibt es jede Menge Zubehör, die kann ich hier einhaken. Dann zusätzlich nochmal zwei Trockenstellen, wo ich Handtücher einhängen kann und ein großer Spiegel mit dabei. Also das passt für mich. So, zusätzlich noch zwei Schränke unterm Bett. Hier kann ich allerdings nicht anheben, das heißt, ich muss hier dann schon drunter klettern und habe aber hier, ich guck mal gerade, eine Stange nochmal mit drin, verhängende Kleidung, das passt. Und hier nochmal das Gleiche mit einem Schrank und Stange und allem drum und dran. Also viel Stauraum plus die Heckgarage brauche ich ja auch bei so einem Fahrzeug, wenn ich auf lange Reise gehe. All das habe ich beim Carrado hier mit drin.
und muss also nicht hier, ich sag mal, hier auf alles verzichten, um das mitzunehmen, aber sollte natürlich auf das Thema Zuladung achten. So ein Fahrzeug ist mal schnell überladen, dann lieber mal zum Schrotthändler deines Vertrauens fahren, auf eine geeichte Waage fahren, jeweils Vor- oder Hinterachse, und dann ist man sich sicher, ob man nicht überladen ist. Und denkt an das Thema Zuladung, demnächst dürft ihr mit dem B-Führerschein hoffentlich 4,25 Tonnen fahren. Netter Nebeneffekt ist natürlich beim Vollintegrierten, dass ich auch vorne im Fahrerbereich und Beifahrerbereich viel mehr Platz habe. Deswegen hier das Schiebefenster. Sowas gibt es natürlich beim Teilintegrierten auch nicht. Kann ich einfach aufschieben, das aufmachen. Und ich habe natürlich jede Menge Stauraum nochmal mit dabei, den ich dann befüllen kann mit allem, was schön schwer ist, damit ich auch das Thema Zuladung reiße. Nee, war ein Scherz. Vier Toccato. Wir können es mal ein bisschen drehen. Gucken, ob ich an den Sitz rankomme. Denn auch das Cockpit hier ist jetzt ganz nach hinten gedreht, aber es ist ein Fiat Ducato 8, drunter diesmal mit Schaltgetriebe und Fahrhaus-Klimaanlage, wie man das so kennt. Also, das ist der Eindruck. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos und es regnet wirklich Bindfäden. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Ich bin aber trockenen Fußes, der Carrado i447 Edition 15, und wie er hier steht, als Vollintegrierter mit allem drum und dran, quasi voll, 86.732 Euro, ruft an beim Freistaat, viele Fahrzeuge sofort verfügbar, und den Endpreis, ja, den könnt ihr ja dann verhandeln. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!